Heute, am verregneten 10. August 2017, bin ich auf Schierfelde. Das ist der Standort des alten AWO-Heilpädagogischen Kindergartens in Meinerzhagen. Und da veranstaltet die AWO Meinerzhagen seit vielen Jahren die hier sogenannten Ferienspiele. Und ein Herz und eine Seele dieser Ferienspiele ist Horst Dango. Der leitet heute schon wieder den Aufbau, weil es nämlich morgen bei hoffentlich schönem Wetter weitergehen soll. Lieber Horst, was kannst du uns zu den Ferienspielen und gerade hier oben auf Schierfelde Gutes erzählen? Ja, es ist jetzt das 39. Mal und ich bin das 39. Mal dabei. Und die ersten zweimal waren auf Pütthof, wo wir auch sehr gut aufgenommen wurden von der Feuerwehr Pütthof und dem Bauer Otto Turk. Da wurde noch in sogenannten Koten geschlafen mit Stroh von Otto Turk. Und hier oben auf Schierfelde, da geht es jetzt etwas komfortabler zu mit den schönen Zelten. Ja, wir haben nach und nach mehrere Zelte bekommen, wo auch die Sparkasse sehr oft beteiligt war. Und das ist natürlich die Möglichkeiten auf Schierfelde sind so, dass sollte ein Gewitter kommen, wir in 0,nix aus den Zelten raus in den großen Speisesaal und können da das Gewitter abwarten. Sehr schön. Wie viele Jungen und Mädchen sind denn so über den Daumen dabei, wenn ihr das hier macht? Es sind meistens so circa 40. Oh, das ist ja doch eine schöne Zahl. Manchmal kommen auch noch ein, zwei Betreuerkinder bei, aber die Richtung liegt bei 40. Und die haben dann Spaß, sind die denn auch lieb oder machen die viel Unsinn? Nein, die sind lieb. Gut, Horst, also dann wünschen wir dir für diese diesjährigen Ferienspiele etwas besseres Wetter. Aber wir wissen aus den Vorjahren, auch bei Regen gibt es hier Spaß und Freude. Ja. Also. Wir haben ja die große Remise, wir können da sehr viel auch unter Dach unternehmen. Gut. Viel Vergnügen, herzlichen Dank. Das ist ein AWO-Beitrag, wie man ihn sich wünschen darf. Und die AWO sagt auch schon mal herzlichen Dank an dich und an alle die dir da fleißig zur Hand gehen. Tschüss.